Worden. Ein 53-jähriger Mieter wird noch vermisst. Benachbarte Wohnhäuser wurden durch die Detonation ebenfalls beschädigt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Seit gestern gilt bundesweit eine einheitliche Rufnummer für den sogenannten ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wer außerhalb der Sprechzeiten ambulante Hilfe benötigt, erreicht unter der gebührenfreien Nummer 116 117 den nächsten Bereitschaftsarzt. Bisher gab es deutschlandweit mehr als 800 unterschiedliche Rufnummern. Für Notfälle gilt weiter die altbekannte Rufnummer 112. Und so geht's weiter mit dem Wetter. Der Dienstag beginnt meist recht sonnig und trocken. Später zieht bei maximal 13 Grad von Westen her Bewölkung auf und gegen Abend setzt dort Regen ein. Der Regen erreicht am Mittwoch dann auch die Osthälfte. Es wird dabei etwas milder. Bis zum Freitag bleibt es abwechslungsreich und ungemütlich. Sogar Gewitter sind dabei. Und das war's von uns. Ihnen noch eine gute und ruhige Nacht. Tschüss. So, jetzt gibt's wieder TV Total. Heute alles zu Schlag den Raab vom Samstag mit Reint, unserem Kandidaten. Dann ist Sophia Tomalla bei uns zu Gast, die reizende Bilder im Playboy hat. Und Roman Lob singt heute Abend für Sie. Also, bleiben Sie dran, jetzt geht's los. Mega Blockbuster, ein Superheld. Ich bin Hancock und ich trinke gerne einen. Am Ende. Ich bin PR-Berater. Sagt Ihnen das was? Yeah.